Hallo, hier ist wieder Steinzeit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und bevor sich jetzt die Ersten die Finger schon wieder wundschreiben, warum der Stein hier in der Skijacke sitzt, es ist Februar, die Heizung ist ausgefallen und mir ist kalt. Außerdem ist das ein recht wichtiges Kleidungsstück, das ist meiner Frau neulich erstmal aufgefallen, nämlich das der Beweis dafür, dass es den von Menschen gemachten Klimawandel so nicht geben kann. Das ist nämlich eine Sommer-Daunenjacke. Das heißt also, wenn man im Sommer eine Daunenjacke anziehen muss, dann heißt es mit der globalen Erwärmung, da stimmt wahrscheinlich was nicht. Das ist nur mal so zum Anregen, zum Denken. Auf jeden Fall darum geht es heute nicht, sondern ich habe das große Vergnügen, den Wolfgang Effenberger wieder bei mir zu haben. Ich habe schon mehrere Interviews mit ihm gemacht. Das letzte war erst vor Weihnachten bei ihm zu Hause. Und natürlich werde ich mich mit ihm als Experten in Sachen amerikanischer Regierung und Regierungsgeschäfte damit unterhalten. Und ich sage herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich auch, ja. Ja, Wolfgang, also ich habe dich jetzt als Experte für amerikanische Regierung vorgestellt. Das trifft es vielleicht nicht so ganz, ja, aber wir haben in unserem letzten Interview, das war vor Weihnachten am 23., haben wir vorhin festgestellt, ja, da haben wir noch drüber gesprochen, wie wird es denn wohl sein mit dem Donald, wenn er mal dran ist, kommt er überhaupt an die Macht und so weiter. Und das soll natürlich auch jetzt das zentrale Thema von unserem Interview sein. Die Medien überschlagen sich ja mit Berichterstattung über die neue amerikanische Administration. Und ich habe sowas eigentlich in meiner bewussten Erwachsenenzeit noch nie mitgekriegt, weder bei Reagan noch bei Bush dem Älteren, Clinton, Bush dem Jüngeren, Obama. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Präsidenten, die ich bewusst wahrgenommen habe. Bei Carter war ich noch zu klein, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Hast du was Ähnliches schon mal erlebt? Nein, auch nicht. Ich bin auch überrascht, auch verwundert. Und ich frage mich, wo kommt die Aggression her? Woher? Und das ist eine Aggression, also die wir ja nicht nur in den amerikanischen Medien feststellen können, sondern hier auch bei uns. Mhm. Und da frage ich mich, was trifft hier so den Nerv? Beispielsweise gestern Abend habe ich, glaube ich, in Phoenix den deutschen Philosophen Peter Sloterdijk hören können, wie er sich zu Trump geäußert hat. Und da muss ich sagen, da könnte man da für Sloterdijk trifft in diesem Fall der Ausspruch zu: Hättest du geschwiegen, wärest du ein Weiser geblieben, oder so ungefähr. Mhm. Er hat nur angegriffen, hat keinen Versuch gemacht, auch nur irgendetwas vielleicht zu verstehen oder ein bisschen nur zu relativieren. Er hat jedes Klischee, das wir kennen, bedient. Und da frage ich mich, was ist da in solch einem Philosophen vorgegangen, den ich bis gestern Abend eigentlich geschätzt habe? Mhm, mh. Das ist ja nur ein Beispiel, ja? Es gibt ja viele, die sich da öffentlich jetzt äußern zu Trump. Es gab auch einen Herrn Joffe, Herausgeber der Zeit, der in einer dieser Talkrunden auf die Frage gemacht hat, was könnte man denn jetzt noch tun, um Trump zu verhindern, hat er so in einem Nebensatz gesagt, ja, Mord im Weißen Haus. Ja. Also ich weiß nicht, ob er dazu aufgerufen hat oder er gemeint hat, dass quasi nur noch ein Mord, den irgendeiner macht, es verhindern könnte. Aber alleine die Tatsache, dass ein Herausgeber, ein Publizist, ein deutscher Publizist, so einen Gedanken öffentlich äußert, das spricht schon Bände. Ja, das ist, da ist er nicht alleine, der Joffe, und vor allem, dass er sich das auch so ohne großen Widerstand trauen konnte. Also eigentlich hätte ja eine Protestwelle durchs Land laufen müssen. Man stelle vor, Clinton hätte gewonnen, ja, und jemand würde zum Mord, ja, gegen Clinton, ja, aufrufen. Ja. Unvorstellbar. Ja. Und ich muss dir sagen, ich habe auch am Tag der Wahl, am 9. November, eine Mail bekommen von einem ehemaligen Gewerkschaftsfunktionär, der völlig entrüstet war und der in dieser Mail die Hoffnung ausgedrückt hat, dass doch er die Vereidigung nicht mehr überleben möge, so in der Art. Und da muss ich sagen, ein christlicher Mann, wo ich sage, verstehe es einfach nicht, wie man sich so entblößen kann. Aber der Hass, der muss sehr tief sitzen, und ich frage mich, wo er herkommt. Anstatt sich einmal zurückzunehmen und sagen, aha, was macht er denn, genauer hinzuschauen. Zuzuhören mal. Und mal zuzuhören auch, ja. Findet nicht statt. Der Übergang von einem alten zum neuen Präsidenten ist ja geprägt von dieser zweimonatigen Phase des Stillstands normalerweise. Also der alte Präsident hält noch ein paar wichtige, salbungsvolle Reden, der neue Präsident bereitet sich vor, die neuen
administrativen Kräfte werden einbestellt und so weiter und so fort. Und sonst passiert da eigentlich nicht viel. Doch, ich denke... Diesmal war es anders. Doch, es passiert auch bei den anderen viel. In diesem Jahr natürlich mehr. Aber wir müssen sehen, am 9. November steht der neue Präsident, also Präsident-elect, der gewählte Präsident. Ja, und wir haben noch den amtierenden Präsidenten, genau bis zum 20. Januar. Das sind also noch mal 7 Wochen ungefähr. Mhm. Und die Zeit braucht auch der neue Präsident, der dann ja seine Mannschaft zusammenstellen muss. Das ist ja eine dieses Weiße Haus mit den ganzen Ministerien und mit den Staatssekretären und so weiter. Das ist ja eine Riesenverwaltung, wenn wir das so nehmen. 4000 Beamte oder so. Ja, genau. Ja, ja. Also die da natürlich, das setzt sich natürlich noch weiter fort. Die haben ja auch Beamte, die nicht politisch ausgesucht werden normalerweise, sondern die als Beamte, die aber auch entlassen werden können. Das gilt aber bei uns genauso. Auch beamtete Staatssekretäre können nach einer Wahl ausgetauscht werden. Findet bei uns auch statt. Also das ist nicht US-eigentümlich. Aber es war in diesem, ich denke, bei unter Trump wohl ein größeres Revirement, als das vorher der Fall war. Aber das erfordert natürlich einen Riesenaufwand, enorm viele Gespräche. Mhm. Das heißt also, auch die Kandidaten, die in Frage kommen, das ist doch natürlich klar, da habe ich mehrere Personen zur Disposition, beispielsweise für den Posten des Verteidigungsministers oder für den Außenminister. Da werden viele Gespräche geführt und dann wird geschaut, wer das kann und wie auch immer. Mhm. Und da bleibt es auch ganz natürlich, dass irgendjemand, der in die nähere Wahl kommt, dass der dann auch sagt, aus bestimmten Gründen geht es nicht. Ich würde es eventuell machen, aber ich habe hier meine Firma, ich habe Familie, wie auch immer, oder ich bin gesundheitlich nicht so fit. Also viele Gründe, wo einer dann auch letztendlich sagt, also ich verzichte, ich muss leider verzichten. Also ich denke, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Bloß das wurde hier alles auf die Goldwaage gelegt. Alles. Mhm. Und das war also meiner Ansicht nach schon ein großer Unterschied. Also mit Wahl von Trump ging das Bashing los. Ich habe jetzt vorhin gerade gemeint bei der Frage eigentlich oder bei diesem Gedanken, dass Obama in den letzten 2 Monaten ja fast im roten Bereich gelaufen ist die ganze Zeit. Ja. Der hat ja eine Maßnahme nach der anderen gemacht und der hat also, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, aber ich erinnere mich wirklich, dass der sehr, sehr viel, also fast mehr gemacht hat wie die 8 Jahre zuvor. Ja. So haben es manche Kommentatoren gesagt. Ja. Wieso hat er das nicht vorher schon gemacht? Ja. Da hätte er doch jetzt 8 Jahre Zeit gehabt. Er hat klar dem President-elect schwer gestolperte Steine in den Weg gerollt. Der hat sich aufgeführt wie so ein Kind, dem man sein Spielzeug weggenommen hat. Ja, und auch in seiner letzten Rede hat er in einer 50-minütigen Rede 75 Bezüge zu sich selbst gehabt. Also das Wort Obama und ich und so weiter, also nicht Obama hat er gesagt, aber er hat 75 Mal sich auf sich selbst bezogen. Mhm. Und ich habe einen psychologischen Bericht gelesen über diese Rede, wo einer, der sich damit auskennt, das mal so ein bisschen analysiert hat, der hat auch gesagt, also einen größeren Narzisst wie den gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Und ich dachte eigentlich, Donald Trump ist der Prototyp des Narzissten. Ja, aber der Obama schafft es trotzdem noch. Ja, also hier in Biden, wie gesagt, ich habe ja nach der Wahl, und das haben wir auch in dem Interview da deutlich gemacht, dass ich viel auf den Sicherheitsberater von ihm gesetzt habe, den General Michael Flynn, dem ehemaligen Direktor der Defense Intelligence Agency. Gerade. Also oberster Geheimdienstchef. Ja, einer, nicht der oberste, aber einer von den 16 Geheimdiensten, einer der Geheimdienste, aber einer der wichtigen Geheimdienste, der auch am 15. Dezember 2015 in Petersburg war, am Tisch mit Putin saß, auch sich mit Putin. Unter anderem war da auch Willy Wimmer und es war auch an dem gleichen Tisch die US-Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Frau Jill Stein. Mhm. Also der Flynn war sozusagen auch unter amerikanischer Aufsicht da. Mhm. Und ich hatte mir gehofft, dass also von einem ehemaligen US-Geheimdienstchef und einem ehemaligen KGB-Geheimdienstmann, dass die sich verstehen werden. Wie das ich selber als ehemaliger Soldat ja empfinde, egal mit welchen Soldaten aus verschiedenen Ländern ich ins Gespräch komme, es ist schnell
Verständnis da. Ja, es ist eine gemeinsame Basis da, man hat ähnliche Erfahrungen gemacht und so weiter. Und ja. So hatte ich gehofft, dass der General Flynn zur Entspannung beitragen könnte zwischen den USA und Russland und natürlich auch zwischen NATO. Mhm. Jetzt muss man leider sagen, hätte können. Hätte können, ja. Mhm. Und dass er gestolpert ist jetzt im Vorfeld schon, dass er gestolpert ist, gut, das war ja nach der Vereidigung erst, kommen wir vielleicht noch zur Vereidigung, da ging das ja schon, oder wurde das Sicht, der Kampf der Medien gegen Trump wurde also am 20. oder besser gesagt am 21. Januar besonders deutlich. Wir erinnern uns an das Bild von der New York Times, mhm. Die brachten von dem Tag die Hauptstraße oder die Washington Mall. Die Washington Mall. Das war das Bild aufgenommen vom Washington Monument mit Blick aufs Kapitol. Aufs Kapitol, ja, und zwar Bild geteilt. Einmal 2009 die Menschen, die bei Obama diese Mall bevölkerten, und die Menschen, die ja 2017 unter Trump bevölkerten. Mhm. Und da ist klar, weil die Mall ist mit hellem Marmor gepflastert, da sieht man gleich die Leerstellen, da fällt jedem sofort auf, aha, unter Obama waren viel mehr Menschen da als unter Trump. Mhm. So. Und ich erinnere mich noch ganz genau, am nächsten Tag wurde in unser Medien gebracht, wie dann die Sprecherin des Weißen Hauses sagte, also das wären so alternative Fakten, weil man gesagt, es sind doch viel mehr, nicht? Mhm. Trump hat ja gesagt, bei ihm waren die meisten. Und die haben gesagt, das sieht man doch, dass unter Obama viel mehr waren. Und da hat diese Sprecherin gesagt, ja, das gibt es auch alternative Fakten. Und dann ist dieser Begriff alternative Fakten ja zum Running Gag geworden. Es wurde überall gebracht. Bloß was nicht gebracht wurde, das Foto wieder, war von einem ganz anderen Zeitpunkt. Wie man mit Bildern arbeiten kann. Das Bild von Obama, das war bei ihm an einem Sonntag. Nicht, fiel der auf einen Sonntag. Das heißt, ein Großteil der Amerikaner haben da nicht arbeiten müssen. Dann war natürlich bestes Winterwetter, mhm. Sonnenschein. Mhm. So. Dann waren damals die Sicherheitsbestimmungen noch nicht so umfangreich, wie sie heute waren. Und. So. Und dann natürlich auch der Zeitpunkt. Hier hat man das aufgenommen, am Höhepunkt des Auftrittes. Ja, ja. Bei dieser Vereidigung, der Platz, wo, ja, alles auf dem Höhepunkt. Und dann geht es schon mal los. Und bei Trump ist das, glaube ich, anderthalb Stunden vorher aufgenommen worden. Da muss ich wissen, also ein Werktag. Ich muss wissen, es hat geregnet. Das heißt, dass die Menschen, die dahin strömen, dass die natürlich dann auch sich zurücknehmen, um so gerade richtig kommen zum rechten Zeitpunkt, weil die nicht ganz nass werden wollen. Dann die verstärkten Sicherheitsbestimmungen, die da waren. Die kommen nicht alle so schnell. Die kommen alle nicht so schnell darauf. Also noch viele. Also kann man hier schon von alternativen Fakten sprechen, wenn man das miteinander ehrlich vergleichen will. Aber diese Absicht, diese Fakten ehrlich gegeneinander aufzurechnen, die hat ja nie bestanden. Mhm. Und hier hat man sehen können, wie sich die Fronten verhärten. Ja, und nun hat Trump die Rede alleine von ihm, muss ich auch sagen, hat mich auch enttäuscht, weil er hat hier sein Wahlkampfprogramm noch einmal wiederholt. Und es war für mich eine Kriegserklärung an das Establishment, mhm. an das US-Establishment. Also richtig, und zwar versöhnungslos. Eine ganz klare Kriegsansage. Ich räume den Saustall hier auf. Ja, genau. Mhm. Das hat er deutlich gesagt. Da muss ich sagen, das ist für, also ich hätte mir gewünscht, dass da auch mal verbindende Töne wären für die geschundenen Seelen der Clinton-Anhängerinnen. Dass da ein bisschen Balsam da, ein bisschen. Aber hat er nicht gemacht. Glaubst du, er hat sie selber geschrieben? Ja, das ist ja so, auch wenn er sie nicht selber geschrieben hat, er muss sie absegnen. Mhm. Also, und ich hätte natürlich auch, es hätte keine Kennedy-Rede sein müssen, aber ein bisschen mehr Staatsmännisches. Hätte ich mir. Das ist ja etwas, was ihm überhaupt nicht eigen ist. Der Obama hatte ja so einen gewissen Charme, einen gewissen Esprit, so ein bisschen lausbubenmäßig, wenn der gegrinst hat. Er hat auch beim White House Correspondents Dinner hat Obama immer Stand-up-Comedy-Qualitäten durchblicken lassen. Er hat also wirklich, ich habe mir seine vorletzte Rede damals angehört, der war echt lustig. Ja. Ja. Obama war echt ein Sympathieträger, aber jetzt, er ist der Wolf im Schafspelz. Ja, weiter.
es trifft alles zu. Ja. Bloß der Unterschied jetzt, wir können das gar nicht vergleichen. Also mhm. Vergleiche, meinen Sie, sind hier nicht hilfreich, weil aus diesen Qualitäten, die Obama hat, dass er etwas sagt, was eigentlich keine Auswirkung hat, aber großartig ankommt, großartigst interpretiert werden kann, das mhm. glaube ich, nicht? Mhm. Da, ohne Konsequenzen. Erinnern wir uns an Obamas Auftritt im März 2009 in Prag auf dem Ratschin, wo er die atomwaffenfreie Welt versprochen hat, ja. dass er sich dafür einsetzt. Und die Leute gerieten in Ekstase. So ein Präsident, so, dann Friedensnobelpreisträger. Ja. Und was haben wir faktisch hier bei uns jetzt auch? 7 zerstörte Länder. Ja, ja, nee, ich meine jetzt hier bei uns, wir haben jetzt in Büchel die modernisierten Atomsprengköpfe liegen. Ach so, ja, das meinst du. Mhm. Also nicht ein Atomsprengkopf abgezogen, sondern die modernisierten sind jetzt da. Mhm. Und die Bundesluftwaffe übt weiter in der nuklearen Teilhabe den Abwurf dieser Bomben. Mhm. Also im Gegenteil, für uns hat sich die Situation verschlechtert von den Einsatzmöglichkeiten. Ja, ja. Und das wird einfach nicht nahegeworden. Bei den meisten Menschen bei uns, die haben diese großartige Rede im Hinterkopf. Und die hat sich verankert. Diese Rede hat sich verankert. Und das Wissen darum, dass diese nukleare Gefahr sich nicht reduziert hat, im Gegenteil, mhm. das ist doch, wird doch nicht wahrgenommen. Ja, ja. Das ist der Punkt. Und das macht die Sache meiner Ansicht nach so gefährlich. Und Obama selber, und da hat damals auch niemand hingehört, er hat auch eine quasi Kriegserklärung abgegeben in seiner ersten Rede 2009. Er hat davon gesprochen, wie war das jetzt noch, wir werden uns nicht entschuldigen, oder wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir so leben, wie wir leben. Also, mhm. da, also die Ausbeutung der Welt. Genau. Also im Vergleich zu allen anderen Menschen auf dieser Erde, dass wir in ganz, ganz anderen Sphären leben. Mhm. Und das werden wir auch verteidigen. Also das war eine klare Kampfansage an die Welt, dass die Vereinigten Staaten diese restlichen Nationen ausplündern werden. Wir sind das Imperium. Wir sind das Imperium. Jemand muckt auf. Genau, ja, so. Mhm. genau. Und da hätte jemand auch schon mal kritisch hinterfragen können, habe ich aber 2009 nirgendwo gelesen. Ja, ja. Und ich meine, so, er hat also die Kampfansage an die Welt damals, Obama, und das wurde von allen hingenommen. Und der Trump macht jetzt die Welt an, die Kampfansage an das eigene Establishment, mhm. weil er hier, ja, das, weil er hier viele Schwachstellen im Land entdeckt hat. Und dass Trump diese Wahl zu aller Überraschung gewinnen konnte, es ging ja mir nicht anders. Woran liegt das? Es liegt doch nicht an den besonderen Fähigkeiten von Trump. Mhm. Es liegt doch nicht daran, dass er das Volk oder die amerikanische Nation für sich so eingewinnen konnte. Sondern es lag ausschließlich allein daran, dass die Vorgängerregierungen, und zwar die letzten 20 Jahre mindestens, dass die das Land haben verkommen lassen. Mhm. Das muss man doch einmal so sehen. So, die haben doch erst Trump möglich gemacht. Da fangen wir mal mit der Bush-Familie an, mit der Clinton-Familie machen wir weiter und dann kommt der Obama noch dazu. Sie haben nicht gesehen, wie dieses Land zerstört wird. Im Gegenteil, sie haben es sogar massiv gefördert. Und sie haben es massiv gefördert. Mhm. So, und dann diese Kriege seit 2001, diese Kriege, wo ich sagen muss, die ja auch so unendlich viel Geld gekostet haben. Und das Geld ist aber auf der anderen Seite ja ersetzbar. Oder man kann sich da welches Neues leihen oder drucken. Aber das Leid der Menschen auf diesem Globus, mhm. wenn wir schauen, was da passiert ist, also alleine im Irak, ein zerstörtes Land, ein geschundenes Land. Wir wissen ja nur, wie viele US-Soldaten da gefallen sind, ich glaube 5.800. Aber von den Irakern, die gefallen sind, da wissen wir eigentlich gar nichts. Insgesamt kann man nur schätzen 100.000 oder sind es noch drüber, ist es vielleicht, sind sogar noch mehr. Also das wird nicht wahrgenommen. Mhm. Und dass ein Großteil dieser Iraker im Land selber herumvagabundieren, andere Nachbarländer fliehen mussten und so weiter. Also das wird bei mhm. uns gar nicht so wahrgenommen. Und diese Zerstörung aller Länder in diesem Raum, die greift nur um sich. Weiter um sich. Und das hat ja der Trump ja auch geerbt. Also der General Wesley Clark hatte am 20. September 2001, also das waren 9 Tage nach dem Angriff auf die
Terrorangriff auf die Twin Tower, hat der im Pentagon erfahren, dass 7 muslimische Länder in den nächsten 5 Jahren zerstört werden sollen. Ich erinnere mich gut, der hat bei Democracy Now mit Amy Goodman hat er das Interview gegeben. Nicht? 7 Länder. Ja, ja. Und wenn wir hinkommen, das fingen wir an, das war der, also der Krieg gegen den, hör mal, nee, das war noch nicht. Der Krieg gegen Afghanistan war 27 Tage nach 9/11. Ja, ja, ja. Der war, Afghanistan wurde noch nicht genannt. Das kam dann auf einmal ganz plötzlich. Da wurde genannt der Irak, der Iran, Libyen, Syrien, Jemen, Somalien, Somalia und so weiter. Also, und bis heute sind ja 6 von diesen Ländern sind ja zerstört worden. Ja, ja. So, der Iran fehlt noch. Und wenn man so hier hineinschaut in das Buch von Trump, Great Again, das im letzten Jahr zur Wahl herausgekommen ist, da ist ja zu befürchten, dass der Iran in den Fokus geraten wird. Er schreibt also in dem Kapitel 4, Kämpfen für den Frieden, schreibt er, der Iran stellt eine ernste Bedrohung dar. Er betreibt ein widerrechtliches Atomprogramm, er unterstützt den Terrorismus in der Region und Milizen im Irak. Er bedrohe Israels Existenz und er leugnet den Holocaust und so weiter. Und da schreibt er noch, ich hätte die Sanktionen verschärft, bis die Bedingungen so furchtbar gewesen wären, dass die iranische Führung um eine Vereinbarung gebettelt hätte. Also allein diese Sprache, das lässt natürlich, viele Leute aufhorchen. Ja. Viele also, Leute auch aufhorchen. Wir waren ja alle froh, dass Hillary eben nicht gewählt worden ist, aus verschiedenen Gründen, die wir schon oft besprochen haben. Aber solche Aussagen machen mich natürlich auch stutzig bei ihm. Und das, man muss es wirklich, und das, wirklich genau lesen. Er hat, es zeigen sich da schon Widersprüche. Mhm. Und zwar die nicht unproblematisch sind, wollen wir es mal so festhalten. Also auf der anderen Seite haben wir hier die Annäherung an Russland und das hat er immer wieder betont und hat immer gefragt, ist das ist doch nichts Böses, wenn wir uns Russland annähern. Also auch in den ganzen Pressekonferenzen, er immer wieder sagt, wo ist das Böse, wenn wir uns Russland annähern. Also ich hoffe, dass das auch passiert. Im Moment sieht es ja noch anders aus. Gehen wir mal nochmal zurück zu seiner Vereidigung oder nicht zu dem Tag danach. Also es war ja ein, ich weiß gar nicht mehr, den Wochentag. Auf jeden Fall, er hat dann erstmal die Feierlichkeiten, dann war Wochenende. Ich glaub, das war am Freitag, das war dann am Freitag, Samstag, Sonntag waren die Pressebälle und das ganze Feier am Wochenende. Ja. Und am Montag in der Früh ging es dann los. Ging sofort los. Und ging es richtig los. Also er hat also wirklich in den ersten 10 Tagen, hat jemand geschrieben, hat er mehr gemacht wie Obama in 8 Jahren. Also er hat eine Executive Order nach der anderen rausgehaut. Ja. Und gerade gestern saß bei Markus Lanz jemand im Studio, ein Strategiemanager oder ein ein Mensch, der Strategien und Kampagnen führt, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Bezeichnung von ihm, und der hat mal so analysiert, was da passiert ist bei Trump. Er hat also quasi die Agenda gesetzt in den ersten 10 Tagen und jetzt macht er ein bisschen mehr auf Staatsmann. Also er hat ganz klar die Marschrichtung vorgegeben in diesen Tagen und hat also da ein ganz revolutionäres Konzept eingeführt, das unseren Politikern vollkommen fremd war, nämlich hat das gemacht, was er in der Wahl versprochen hat. Das war, in Berlin ist es vollkommen neu. Also, dass man sowas auch umsetzen kann, das hat da noch niemand mitbekommen. Aber er ist natürlich da jetzt natürlich auch gleich in diverse Fettnäpfchen getreten, sag ich mal. Also meines Erachtens hätte es vielleicht ein bisschen diplomatischer angehen können. Vielleicht eine pro Woche, weißt du, und dann wieder ein paar Tage drüber reden. Ja. Aber der hat ja eine nach dem anderen rausgehauen, jeden Tag. Also, hältst du das für clever? Schwierig zu sagen. Vielleicht doch. Also ich versuche die Situation zu verstehen. Das amerikanische Establishment, einschließlich aller Medien, reagiert wie von der Tarantel gestochen. Er wird angegriffen von allen Seiten und zwar schonungslos. Ja. Es wird ihm nichts zugebilligt. Schonungslos. So, und er muss jetzt vor allem die einzige Chance, die er hat, also dass er auf Verständnis und Rücksichtnahme hoffen kann seitens der Medien, das kann man eigentlich vergessen, wenn man auch die Pressekonferenz vom 16. Februar sich vor Augen zieht. Eine Stunde, wie achtlos die Pressevertreter mit ihm umgegangen sind. Mhm. Also, und ich denke, da hat er sich... Wie die Hyänen, gell? Wie die Hyänen, ja.
mit einer Portion Verachtung auch eigentlich. Und ich denke, das hat er noch ganz gut gehandelt, mehr oder weniger. Es ist nicht einfach, wenn ich denke, jeden Tag und morgen nur Angriff, Angriff, Angriff. Und was bleibt ihm? Wenn er Rückhalt sucht und den bekommen will, den findet er nur in seiner Wählerschaft. Okay, nur in seiner Wählerschaft. Ja? Okay. Und er muss diese Wählerschaft, die muss er überzeugen, dass sie richtig gewählt haben. Mhm. Weil sonst wird es für ihn wirklich sehr eng. Ja. Und das macht er unglaublich geschickt. Dass er hier twittert, dass er den sagt, also hier, die Fake News Medien, ob das jetzt die New York Times ist, ob das die CBS ist oder CNN und wie sie alle heißen, das sind nicht meine Feinde, sondern die Feinde des Volkes. Mhm. So. Und viele im Volk sehen das ja auch so. Die sagen, das ist ja nur Lüge, was hier teilweise verbreitet wird. Also das macht er da schon geschickt. Also, dass er den Rückhalt seiner Wählerschaft. Und daher auch dann nach dieser Pressekonferenz am 18. Februar, gleichzeitig in München die Sicherheitskonferenz, da ist er in Melbourne in Florida und hält da diese, weiß ich, von wie vielen Tausenden von Leuten diese Rede, wo er direkt ans Volk geht. Direkt das, die Seele des Volkes massiert und das kommt zurück, positiv zurück. Und er hat das Vertrauen dadurch noch einmal verstärkt, weil ich sage, er macht das. Er macht alles, was er gesagt hat. Und das Volk, also seine Wählerschaft, die kritisieren nicht, dass er vielleicht das zu schnell gemacht hat und dass vielleicht das nicht ganz durchdacht alles war. Aber zum anderen, dieser Einreisestopp für 90 Muslim-Ban, Tage. Muslim-Ban, also für 90 Tage, also Muslim. Was hat er gemacht? Er hat von diesen 7 Ländern, die wir gerade aufgezählt haben, die hat er gesagt, aus diesen Ländern, da müssen wir jetzt mal 90 Tage uns überlegen, wen wir aus diesen Ländern einreisen lassen dürfen. Ja, und da kann man ja mal einmal drüber nachdenken. So, jetzt müssen wir uns fragen, von diesen geschundenen Ländern, das sind ja wirklich geschundene Länder, und dass sie so geschunden sind und am Boden liegen, ist ja nicht die Schuld von Trump, sondern es sind ja andere Präsidenten, die das zu verantworten haben. Diese Verordnung hat der Trump nur durchgesetzt, beschlossen hat sie die Regierung von Obama. Ja, aber gut, er hat es jetzt gemacht, wie auch immer, aber mit welcher Zielsetzung? Mhm. Jetzt überlegen wir uns doch einmal, warum dieser Einreisestopp aus diesen 7 Ländern oder ja, aus diesen 7 Ländern für 90 Tage ja nur, ist ja nur für 90 Tage angelegt. Also das ist ja kein generelles Einreiseverbot und das geht auch nicht ausschließlich um Muslime, sonst hätte er ja die Leute aus Saudi-Arabien auch nicht einreisen lassen dürfen und wie auch immer. Diese 7 Länder, das ist klar, dass da natürlich ein enormes Terrorpotenzial entstanden ist in den ganzen Kriegsjahren. Ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie. Also so wie diese Menschen da geschunden sind und wie viel hier durch den Einsatz von Obamas Drohnen umgekommen sind. Also ich denke, da sind viele durch diesen Krieg seitens der USA. Nur durch diese Maßnahme hat sich die Art der Berichterstattung nochmal gesteigert. So ist es mir vorgekommen. Ja, das war ja auch dann diese berühmte Rede von der Meryl Streep bei der Golden Globe-Verleihung, wie sie da quasi gesagt hat, nein, das geht nicht. Und auch andere Größen aus dem Showbiz haben sich dann gegen ihn positioniert und so. Man hat wirklich versucht, jetzt ihn als den neuen Hitler darzustellen, weil er jetzt Amerika mehr oder weniger zum Buhmann der Welt gemacht hat. Nur zum Mitschreiben, das waren sie schon lange vorher. Ich frage mich, und diese Einreisebeschränkung für die Menschen aus diesen Ländern. Und ich frage, wer kann aus diesen Ländern in die Vereinigten Staaten reisen? Wer hat das Geld dazu? Und wer wäre da bereit in die USA? Ja, es gibt schon einige, die es betroffen hat. Viele Geschäftsleute, die halt dann außen waren und nicht mehr reinkamen. Also es sind schon Tausende, die da wirklich Probleme darunter hatten. Ja, es gab ja auch Ausnahmeregeln. Aber ich könnte mir, es geht ja darum, jetzt einmal Vorschriften zu erarbeiten, um diesen Personenkreis besser zu beleuchten. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade in diesen 6 Ländern oder 7 Ländern, dass da Bürger sind,
die sich mit den Amerikanern so als Kollaborateure gemein gemacht haben, für die USA gearbeitet haben, für die unterschiedlichsten Geheimdienste. Und das Verhältnis von Trump zu den Geheimdiensten ist ja auch nicht gerade so liebevoll, dass er meiner Ansicht nach auch befürchten könnte, dass hier trojanische Pferde reinkommen, um die besser untersuchen zu können. Also ich hätte gern gewusst, was genau die Motivation ist, aber es ist mit Sicherheit vielschichtiger, als bei uns das nur dargestellt wurde, sagt der, er hat was, er ist ein Islamfeind oder ein Feind der Muslime. Also da muss mehr dahinter stecken, meiner Ansicht nach. Ich glaube, er hätte es schlauer anstellen können. Also wenn er doch schon weiß, dass so gegen ihn geschossen wird, dann hätte man das doch in einer anderen Art und Weise machen können. Zum Beispiel Green Card-Besitzer oder Muslime, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und sowas, die hätte man ja da dann irgendwie Bauchpinseln können, sagen, für diejenigen, die bekannt sind im Land und die arbeiten, gilt es nicht. Es gilt nur für diejenigen, wo wir es eben nicht wissen. Und es geht ja auch nur um ein neues Einreiseprozedere zu schaffen. Genau. Das ist ja nicht für immer, es ist ja nur für 90 Tage, mehr oder weniger. Aber meines Erachtens hat das nicht so wirklich gut gemacht. Nochmal auf den Punkt eingegangen, egal was er von sich gibt, es wird sofort eine Story draus gemacht. Es war vor gar nicht langer Zeit, es war Anfang, Mitte Februar, dass er sich auf eine Fernsehsendung in Schweden bezogen hatte. Kurz erklärt, für die, die es nicht wissen, in Schweden gab es eine Dokumentation. Ja, das war da am 18. Februar in Melbourne. Von einem schwedischen Fernsehteam, das eine Doku gemacht hat, was für Probleme mit den Migranten in Schweden mittlerweile passiert sind. Extreme Vergewaltigungszahlen, also ich zitiere nur die schwedischen Filmemacher, Kriminalitätsrate ist gestiegen, No-Go-Areas, also wirklich Unruhen und so weiter, Bevölkerung ist zutiefst traurig und alles Mögliche. Und Trump hat in einer Rede in seiner flapsigen Art dann wieder so gesagt, look what happened in Sweden yesterday. Und er hat nicht gesagt, was für ein Anschlag es war, sondern er hat sich auf diese Fernsehsendung bezogen. Aber der Spin der Medien im Westen bei uns war dann eben, der Typ ist so doof, der fantasiert jetzt schon von irgendwelchen Anschlägen, die gar nicht stattgefunden haben. Ja. Ironischerweise, einen Tag später kam es wirklich zu Unruhen in Schweden und das Thema war sofort weg. Also dann hat man gemerkt, dass man auf diesem toten Gaul nicht mehr weiterreiten kann mit dieser lahmen Ente. Mir kommt es fast schon pathologisch vor, dass es in den Redaktionen Leute gibt, die den ganzen Tag nur darauf warten, dass der irgendwie A gesagt hat, damit die ihm B rein interpretieren können. Was passiert da? Was ist das, die große Agenda, die jetzt stattfindet? Das ist einfach, wie gesagt, das Establishment schlägt um sich. Kannst du nicht anders erkennen. Es macht so wenig Sinn. Ich weiß nicht, was in den Medien vor sich geht, dass hier eine derartige Hassliebe da entstanden ist, wie wir es ja so noch nie erlebt haben. Ich habe Willi Wimmer doch neulich gefragt bei den C-Gesprächen, du warst ja auch dabei bei der Talkrunde, was er davon hält. Und er hat gemeint, das ist Krieg im eigenen Land. Das ist Krieg, da wird also quasi der eigene Präsident zur Unperson geschrieben, quasi an den Marterpfahl gestellt medial, um ihn in Richtung Saddam Hussein, Assad und Gaddafi zu drängen. Ja? Dass man ihn quasi medial jetzt so lange malträtiert, um die Bevölkerung mit was zu beeinflussen, dass man vielleicht einen Sturz dann legitimiert? Ja, ich denke, das dürfte. Was für die Vorbereitungen für einen Putsch oder so? Das System wird das mit Sicherheit nicht ausschließen. Weil die wissen, dass er ihnen schon die Schlinge rumgehängt hat. Ja, genau, wir müssen ja weitersehen. Solange jetzt der Angriff auf Trump läuft, ist es um Putin ja relativ ruhig geworden. Und in dem Zusammenhang müssen wir aber sehen, dass die Situation sich in der Ukraine ja schon dramatisch verschärft hat oder verschlechtert hat. Nicht seit Trump gewählt ist, Ende Dezember war es ja, laufen amerikanische Schiffe Bremerhaven an, da werden Kriegsgüter entladen, eine ganze Panzerbrigade, dann Kampfhubschrauber, vorher ein Schiff voller Munition und so weiter. Also die Kette reißt nicht ab. Und wenn wir dann sehen, dass diese Panzerbrigade, ich meine, so eine Panzerbrigade ist natürlich nicht kriegsentscheidend. Wenn es da zum Krieg kommen sollte gegen Russland, dann ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so eine Panzerbrigade. Aber immerhin, es ist ja auch die Symbole, die hier sprechen und die Provokation, die damit einhergeht. Das darf man dabei ja nicht vergessen. Und eine gewisse Bedeutung hat das natürlich auch schon. Und wenn wir sehen, dass diese Brigade in Bremerhaven
ausgeladen wird. Und dann teilweise mit der Eisenbahn oder auf dem Marsch nach Litauen, also durch. Da muss man sich sagen, macht das überhaupt Sinn? Militärisch ist es ja nicht so sehr sinnvoll, würde ich aus meiner Erfahrung mal sagen, weil dieser Anmarschweg ist einfach zu lang. Im Kriegsfall würden ja großteilig die Luftwaffe vernichtet werden können und so weiter. Sinnvoller wäre es dann schon, die näher an der Front auszuladen. Und warum nimmt man hier nicht den polnischen Hafen Danzig beispielsweise? Sondern es geschieht hier. Es hat meiner Ansicht nach von der militärischen Notwendigkeit ist es nicht so sehr sinnvoll. Sinnvoller wäre es, wirklich das näher zu machen, damit auch die Logistiker dann diese Häfen kennen vor Ort und so weiter und damit der Umgebung vertraut sind. Du meinst vielleicht, um Deutschland in seiner Rolle als Führungsmacht in der EU weiter auszubauen? Es ist in Deutschland, und das muss einfach mehr aus psychologischen Gründen sein, meiner Ansicht nach, da macht das wieder Sinn. Und das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass hier die Planer dieser Logistik, dass die wissen wollen, wie die deutsche Bevölkerung damit umgeht, wenn hier Kriegsgüter in deutschen Häfen ausgeladen werden. Die Kosten dafür zahlt ja die Bundesregierung. Das machen wir als Host Nation. Und wir haben feststellen können, die Planer, sage ich jetzt mal, dass die Medien darüber kaum berichtet haben. Es wurde nicht wahrgenommen, auch was das jetzt bedeutet für uns. Also nicht, dass unser rückwärtiger Raum dazu da ist, hier dann die Fronten, die Ostflanke zu versorgen. Also das ist wieder ein Indiz für diese Planer, da auf dem Weg weiterzumachen. Und auch die Friedensbewegung, Fehlanzeige. Ein ehemaliger Gewerkschaftsboss, mit dem ich Verbindung bin, der war da und hat gesagt, es waren insgesamt 400 Leute da. Wo da? In Bremerhaven. In Bremerhaven, ja. Und haben gegen die Ausladung demonstriert. 400 Leute, aber er sah keine Medien. Keine Medien. Und Politiker natürlich auch nicht. Auch wenn wir sehen, dass jetzt, ob das jetzt die Links ist oder Grün ist, wie auch immer, da ist niemand da, um da Flagge zu zeigen. Ja. Also diese Entwicklung, diese Aufstockung dieser Ostflanke, sagen wir mal, ist nicht ungefährlich, weil hier Zeichen gesetzt werden, die zumindest in Russland an unselige Zeiten erinnern. Wenn wir vorstellen, folgende Woche ist das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach, ist verladen worden per Eisenbahntransport nach Litauen oder nach Lettland? Jetzt bin ich jetzt überfragt. Litauen ist es. Nach Litauen, ja, ja. Litauen. Aber wir haben beispielsweise in Lettland haben wir 150 Kilometer südlich von heutigen Petersburg, früher mal Leningrad, haben wir Panzer stehen, Abrams-Panzer und so weiter. Das war 1942 auch schon mal. Ja, ja, genau. Und da habe ich jetzt ein Bild gesehen, die Narva, und das Bild da ist diese Festung Iwanowgorod und dann ein MG-Trupp, Wehrmachts-MG-Trupp von 1942 und darunter ein Bild von ein US-Platoon mit amerikanischer Fahne an der gleichen Stelle steht. An der gleichen Stelle steht. Ja, und was bewirken diese Bilder in Russland? Vor allem in Leningrad, frage ich mal, oder im heutigen Petersburg. Ja, ja, ja. Also da frage ich mich, 75 Jahre später, müssen diese Provokationen sein? Und was mich an dieser Stelle auch immer wieder traurig macht, ist, dass wir ja auch ein anderes Amerika haben. Und da erinnere ich jetzt zum Beispiel an den ehemaligen CIA-Chef und Verteidigungsminister unter Bush und Obama, den Robert Gates. Und dieser Robert Gates ist, glaube ich, 2012 ausgeschieden und hat dann im Januar 2014 seine Memoiren herausgebracht. Die hat er überschrieben mit dem Titel Duty, die Pflicht. Und er hat dieses Buch geschrieben, um den Armeeangehörigen die Augen zu öffnen. Und da schreibt er drin, dass er als Verteidigungsminister drei Kriege geführt hat. Einen in Afghanistan, einen im Irak und einen gegen das Weiße Haus. Gegen das Weiße Haus. Weil im Weißen Haus seit 2004 alles unternommen wurde, um die NATO nach Osten weiter auszudehnen.
Stichwort. Das wollte er verhindern. Ja, das hat er versucht zu verhindern. Stichwort Ukraine und Georgien. Wenn wir an den Krieg denken, Georgien 2008, wo die Georgier auch schon in die NATO wollten. Und Ukraine war 2004 auch schon eine Farbenrevolution. Ja, genau. Und dann hat er, im Buch steht es wirklich so drin, ich hoffe, dass es jetzt noch recht genau hinbringt, diese Einbeziehung der Ukraine in die NATO sei eine monumentale Provokation Russlands. Mhm. Und zwar eine monumentale Provokation Russlands, die in einem unvorstellbaren Dritten Weltkrieg enden könnte. Mhm. So, das schreibt ein Ex-Verteidigungsminister. Mhm. Und unsere Medien bringen es nicht. Sie bringen es nicht. Und das Buch wurde auch nirgendwo besprochen. Und das macht ich. Wir haben ja noch andere Männer wie Frauen in den USA, die genauso offen und genauso ehrlich sind und auf die Gefahren hinweisen. Aber sie haben weder in den USA noch bei uns ein Forum. Mhm. Und echt erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich, ja. Vor ein paar Tagen war ja dann auch die Sicherheitskonferenz in München, die Wehrkundetagung, die frühere. Heute müssen wir eigentlich eher Unsicherheitskonferenz dazu sagen. In dem Vorfeld der Berichterstattung oder in dem Vorfeld des Treffens wurde viel darüber geredet und spekuliert. Ja, wie ist es denn jetzt, die amerikanische Regierung, die ersten hohen Vertreter, Kontakt mit den europäischen Bündnispartnern. Mike Pence waren da. Vizepräsident, Verteidigungsminister war da, also etliche höheren Köpfe der Regierung war da und man war dann ganz erleichtert, als verlautbart worden ist, dass quasi der Mike Pence erklärt hat, was der Chef eigentlich wirklich gemeint hat im Weißen Haus. Nein, nein, die NATO ist nicht obsolet, sondern weiterhin. Er wollte nur daran erinnern, dass quasi die NATO ihre Hausaufgaben übernehmen muss, machen muss, dass man alle auf das 2%-Ziel kommt. Und seitdem gibt es eigentlich gar keine Debatte darüber, ob das sinnvoll ist oder dass man jetzt Milliarden mehr für Krieg ausgibt. Da muss ich aus seinem Buch zitieren, wieder im Kapitel 4, Kämpfe für den Frieden. Und dann hat er gesagt, wie fangen wir an, wieder zu gewinnen, fragt Trump also hier. Und er hat die Lösung parat, wie ich bereits gesagt habe. Es beginnt mit dem modernsten und stärksten Militär der Welt und den mobilsten. Jetzt kommt's. Was an Kosten für den Umbau anfällt, werden wir zum Teil auf die Saudi-Araber umlegen, auf die Südkoreaner, die Deutschen und die Briten. Schließlich beschützen wir sie. Da sollten sie auch sich an den Kosten beteiligen. Da beißt sich der Hund in eigenen Schwanz, ehrlich gesagt. Und wenn wir dann sehen, dass die Kosten jetzt, jetzt auf 2%, wir haben bisher 1,2% und dann auf 2%. Wie groß ist unser Verteidigungsbudget? Ja, der ist jetzt, glaube ich, bei 22 oder 24 Milliarden. Das wären dann fast 50. Oder 48, 45, sowas. Ja. Nee, oder warte mal, was haben wir jetzt? Ich glaube, wir gehen jetzt auf 60 zu, dann müssen das 34 sein. Wir haben jetzt 34 und dann haben wir 60. Das ist ein Irrsinn, so viel Geld. So viel fast wie Russland hat, so ungefähr. Ja. Also das muss man mal in diesen Vergleichen ja auch so sehen. Und dass dann die Kanzlerin sagt, wir werden doch nicht uns kleinlich über... Ich will keine kleinlichen Debatten keine haben. Keine kleinlichen Debatten über die Erhöhung des Rüstungsetats. So mit einem allgemeinen Argument, mit einer Floskel über alles drüber hinwegfährt und alles abrasiert, so nach dem Motto, und das ist jetzt so gesetzt. Ja. Und ich höre und lese auch eigentlich keine Debatte darüber, ob das Sinn ergibt oder nicht, sondern es wird jetzt einfach so gesetzt. Wir machen das jetzt mit den 2% und ihr müsst es jetzt einfach so schlucken. Und je mehr Leitartikel und Talkshows und Politiker und sonstige Prostituierte das von sich geben, desto mehr schluckt so kleine Michel dann auch, oder? Ja. Also das war die Absicht. Und jetzt sind wir wieder eigentlich bei der Psyche von Donald Trump. Man hat ja gesagt, er springt her, weil er sagt, die NATO sei obsolet. Das muss man, glaube ich, genau hingucken. Er ist ein Geschäftsmann. Er ist eine Verhandlungsbasis. Er ist ein Dealmaker. Er ist ein Dealmaker. Wir müssen uns jetzt mit seinen Forderungen beschäftigen. Genau. Er ist ein Dealmaker und setzt die Latte sehr hoch. Ja. Und wir sind jetzt froh, dass er uns wieder liebt und sind dann auch bereit, gern diese 60 Milliarden zu zahlen, wo wir gar nicht wissen, wo wir sie hernehmen sollen. Und zwar für was eigentlich sollen wir das Geld ausgeben für die Rüstung? Mhm. Und
wie gesagt, er hat sein Ziel auf elegante Art und Weise erreicht. Er hat nicht falschen müssen, er hat nicht handeln müssen. Wir haben das sofort akzeptiert. Mhm. So, also bessere Geschäfte, das sind US-Geschäfte. Mhm. Nicht? Also auf ganz hohem Niveau. Ja, ja, und ich glaube auch, wie ich ihn sehe, was für Ziele hat er eigentlich? Also er ist Geschäftsmann. Er ist kein Politiker von Haus auf. Deswegen geht er ganz anders an die Probleme an. Er taktiert nicht lange. Ein Politiker oder Diplomat, der versucht da zu verschlüsseln und das, er ist da offen. Er legt das vor und er weiß, er muss dem Gegner, den muss er einfach stellen. Er muss ihn stellen. So, dass der über seine von ihm vorgelegte Hürde springt, freiwillig nach Möglichkeit. So, und das macht er sehr erfolgreich. Also, er hat hier ohne großen Aufwand und hier zu sagen, der springt, vorher sagt die NATO ist obsolet. Für ihn war die NATO hier mit den geringen Beiträgen aus seiner Sicht, war sie obsolet. Wenn wir jetzt 2% zahlen, 60 Milliarden, dann sind wir nicht mehr obsolet. Also, dann muss man mal etwas hinterfragen, was bedeutet das, dieses obsolet? Und ich denke, er hat ein Vorbild. Also wenn ich ihn so weit einschätze, denke ich, dass für ihn der Jefferson ein großes Vorbild ist. Thomas Jefferson. Der ehemalige US-Präsident. Ja, also, weil der hat ja auch den Louisiana Purchase gemacht. Also auch ein großartiger Dealmaker mit Napoleon. Großartig. Mhm. Also den und George Washington Sicherheit auch. Also da möchte er anbinden. Mhm. So, und das muss man einfach sehen, dass hier ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann agiert und der ganz genau weiß, was er macht. Also, und wie gesagt, und die Wählerschaft. Er will die Wählerschaft auf seine Seite weiter behalten und sie instrumentalisieren. Wir haben es jetzt auch schon öfters diskutiert im Kollegenkreis oder auch so schnappe ich das auf, dass wir sind uns eigentlich nicht ganz sicher, ob er jetzt nur ein Verwalter oder ein Abwickler ist von dem ganzen System. Also wenn die bisherigen Präsidenten quasi die Verwalter waren von dem militärisch-industriellen Komplex oder auch von dem Bankensystem, dann ist er jetzt der Abwickler. So, wenn das Ding gegen die Wand fährt, dann muss er das abwickeln und er ist dann der Buhmann. Also wir sind uns da noch nicht sicher, ob das wirklich in diese Richtung führt. Vor allem, wenn man denkt, Trump ist schon mehrmals bankrott gewesen. Er ist in verschiedenen Situationen pleite gewesen, auch hochverschuldet für Milliarden. Und er ist immer wieder auf die Füße gefallen. Das heißt, es gibt im Hintergrund Kräfte, die ihn immer wieder dahingestellt haben. Und er wäre auch nicht aufgestellt worden, wenn er nicht im Rahmen gewisser Kräfte laufen würde. Also ich bin mir sicher, er ist auch nur eine Puppe, die an Fäden hängt, aber er hat einen eigenen Willen trotzdem. Ja. Kann nur sein. Will ich nicht ausschließen. Bloß der Widerstand, den wir jetzt so erleben, dieser unglaubliche Widerstand. Ja, das ist schon pathologisch. Das könnte man auch, wenn er also ein trojanisches Pferd wäre, könnte man das, müsste man das Land nicht so zerreißen, wie stimmt, das in dem Fall der Fall ist. Das könnte zu auffällig, man, könnte, ist es so auffällig, also kann ich so einfach nicht voll, aber ausschließen kann man eigentlich gar nichts. Gar nichts, nein. Das ist auch klar, aber ich denke, gerade durch diese Fähigkeiten, nicht die USA sind ja im Prinzip ja auch bankrott. Haben Sie 19 Billionen verschuldet, ja. Also ja. Obama hat es mal eben verdoppelt. Eine marode Infrastruktur. Ja. Also wenn er tatsächlich der Gegenentwurf ist zum System, bisherigen System, dann ist er der Mann, der die USA aus diesem Tal führen könnte. Ich komme ja auch aus dem Baubereich, ich kenne mich im Baubereich aus und weiß, dass... Du bist Bauingenieur, gell? Ja, ja. Dass also die Sprache auf dem Bau eine ehrliche ist. Mhm. Gut, ich meine, der wird natürlich auch, aber so unter den Menschen, da wird ehrlich gesprochen, da ist eine kräftige Sprache auch, auch bildhaft mehr, aber es ist halt auch ein Stück weit herzlich, also man kann vertrauen. Man ist ja auch abhängig, wenn ich auf dem Bau arbeite und der eine muss auf dem anderen, bin ich abhängig, der baut das Gerüst, muss ich mich verlassen können, dass das Gerüst in Ordnung ist. Ja, also das geht nicht anders auf dem Bau. Also das ist, finde ich, das zeichnet den Charakter von Leuten, die auf dem Bau erfolgreich aus, dass sie die Menschen für sich gewinnen können. Sonst überlebt man auf dem Bau nicht. Und das kann er. Er kommt an die Menschen ran, er weiß, wie er seine Bauleute hat, entsprechend ansprechen können und sie auch, wie gesagt, motivieren können. Und das schafft er jetzt auch mit dem Amerika. Und vor allem, was hinzukommt, als Baumensch
sehe ich Baumängel. Mhm. Als ein Obama als Jurist oder eine Clinton ebenfalls Juristin, wenn die durchs Land fahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihnen so auffällt, in welchem Zustand sich die Infrastruktur der Vereinigten Staaten befindet. Aber ein Baumann wie der Trump, der fährt durch und sieht und sagt, mein Gott nochmal, es muss jetzt was passieren, sonst ist das irreparabel. Man wirft ihm ja vor, dass er jetzt Mauern bauen will. Jetzt habe ich gerade gestern das aufgeschnappt. Er will eigentlich nur die Mauer fertig bauen. Ja, das ist ja auch. Pass auf. Gebaut hat sie eigentlich der Clinton. Ja? Also die Mauer von Mexiko, die ist ja schon fast fertig. Ja. Also, das ist ja auch so eine Diskussion, die wieder völlig uns von dem Sachverhalt wegführt. Hier wird gesprochen, also von dem Zaun, der bisher da war. Mhm. Ein Zaun, wie bei uns ein Nachbarschaftszaun, so ein Jägerzaun, so hoch, so ungefähr. Und er baut jetzt eine Mauer. So, was ist die Realität? Wir haben seit W. Bush, oder vorher Clinton, W. Bush und Obama, wurde an dieser 3000 Meilen langen Zaun, sagen wir mal, aber ein Zaun, wenn du dir Bilder im Internet anschaust, da hast du Teilabschnitt, es ist ein Stahlzaun, gut, der ist ein bisschen luftig, der, nicht, aber bestimmt auch 8 Meter hoch, wenn wir so wollen, teilweise mit Stahlkonstruktion, nicht Stacheldraht, Stahlkonstruktion, die einen eher an eine Panzersperre erinnern. Mhm. Also richtige Stahlträger. Und also ich denke schon 8 Meter hoch. Und das zieht sich meilenweit hin. Ja. So, und da drunter auch Hochsicherheitsbereiche. Wo es kritisch ist, Hochsicherheitsbereiche. Und das wurde, und da jetzt auf einmal, wo er sagt, er macht eine Mauer, er macht es auch fertig, jetzt ist auf einmal der Aufstand da, sagt, das ist menschenunwürdig, was hier gemacht wird. Ja, natürlich ist eine Mauer nicht erfreulich. Aber er hat es taktisch schlecht gemacht, er hätte sagen wollen, I finished that wall to Mexico. Ja, das hat er. Wenn er das von, gesagt, I will build that wall, dann haben alle das Bild im Kopf eben, ich baue diese Mauer, und er hat einfach nur sagen müssen, ich mache die Mauer fertig. Ja, das ist ja auch, das ist dann wieder Trump. Das hat er sich vielleicht so in der Tiefe nicht überlegt. Mhm. Der hat gesagt, ich sage meinen Wählern, ich baue die Mauer. Dann bleibt das hängen, dass er der Schöpfer der Bauer ist. Aber dass die anderen ja schon längst damit begonnen haben, würde also an seinem Mauerbau würde den schmälern. Das denke ich mal. Also, aber trotzdem, die da jetzt in die Diskussion einsteigen, sollten berücksichtigen, was da bisher passiert ist. Mhm. Und hier vor allem habe ich jetzt auch was Interessantes gefunden. Am 18. Februar 2016 ist Papst Franziskus zurückgeflogen von Mittelamerika und hat da Folgendes gesagt, dass jemand, der Mauern anstatt Brücken baut, kein Christ ist. Mhm. Und das ging ganz klar gegen Trump. Ganz klar gegen Trump. Und da muss ich sagen, also auf der anderen Seite ist Trump gegen Abtreibung. Und da frage ich mich, dass der Papst hier da nicht differenzieren konnte, was ist jetzt hier? Ich will mich da nicht festlegen, aber ich denke, auf der anderen Seite, dass der Papst Franziskus, also dem die Abtreibung nicht so wichtig ist und er auch für diesen Genderismus ist, den Trump ja insofern auch ablehnt. Mhm. Und jetzt ist auf einmal die ganz große Gefahr da, dass er gegen Schwulen und Lesben vorgeht und dass er diesen Genderismus einschränkt oder nicht weiter ausbreiten will. Und jetzt hat er ja diese Gender-Toiletten hat er jetzt ja wieder eingeschränkt da an den Universitäten. Nochmal zur Erinnerung, das ist also eine Regelung, dass also Männer, die in Frauenkleidern stecken, dass die auf eine Frauentoilette gehen dürfen. Mhm. Das hat er jetzt eingeschränkt. Und der Aufschrei ist riesengroß. Und da denke ich mir, da haben wir doch wirklich andere Probleme auch. Ich denke auch, wie gesagt, Sicherheitsprobleme im eigenen Land. Wolfgang, ich möchte nochmal auf die Situation mit Russland kommen. Also wir haben ja den Michael Flynn gehabt, der, wie du sagst, ein Hoffnungsträger für dich gewesen wäre, weil er doch so moderate Töne gegenüber Russland geäußert hat. Der ist jetzt gestürzt worden oder manche sagen auch, er hat sich vielleicht für seinen Chef ins Messer gestürzt, damit nicht der Trump weg muss, hat er sich geopfert. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall an jedem in dieser Regierung wird gesägt.
Das Klima in München bei der SIKO war also wirklich gegen Russland gerichtet. Russland war ja nicht dabei. Ich erinnere nur an die Rede 2007, die Putin gehalten hat in München, wo er den Leuten gesagt hat, hallo hier NATO, was soll denn das überhaupt? Wir haben alle Truppen abgezogen aus der DDR. Den Warschauer Pakt haben wir aufgelöst, die NATO wäre doch jetzt auch gut. Und er hat 2007 eine Situation beschrieben, die 2017 exakt so eingetreten ist. Mit dem Vormarsch der Truppen Richtung Osten, mit der ständigen Eskalation in dieser Richtung und natürlich auch mit der Provokation gegenüber Russland. Was denkst du denn, was da jetzt die nächste Stufe ist? Weil ich habe auch jetzt neulich kam ein Arte-Themenabend. Anlass war 100 Jahre Lenin, das ist jetzt 1917, bolschewistische Revolution. Und da hat man im Anschluss an diese Doku hat man noch 3,5 Stunden Moskaus Imperium drangehängt. Ich habe es nicht selber gesehen, sondern nur die Analyse gelesen heute im Herweg, wo es darum ging, also wirklich wurde mit übelster Propagandamethode wurde Russland wieder als die Ausgeburt des Bösen und der Hölle dargestellt, mit dämonischer Musik, mit einseitiger Berichterstattung und so weiter und so fort. Und das bei Arte, die eigentlich sagen, sie setzen sich für Frieden in Europa und die Völker ein. Ist es jetzt das letzte Gefecht dieses Establishments, das versucht, ihren lange gehegten Konflikt weiter voranzutreiben, oder haben die einfach den Schuss nicht gehört? Also, ich denke, das sind die hoffentlich die letzten Zuckungen. Die Zuckungen von einem Halbtoten schon. Ich denke nicht halbtot, vielleicht noch nicht, sondern eher wie ein Ertrinkender, der wild um sich schlägt. Der wild um sich schlägt. Der auch seinen Retter mit runterzieht, wenn es sein muss. Wenn wir an die Sicherheitskonferenz denken, am 18., das war der Samstag, wir hatten ja eine Doppeldelegation, die Regierungsvertreter unter dem Verteidigungsminister Mattis und dem Vizepräsidenten Pence und wer war denn dann noch da? Und dann die Senatoren, also die zwar auch Republikaner, aber im feindlichen Lager, McCain und den Senator Graham. Und dieser Senator Graham hat unter anderem dann folgendes, wirklich typische Wildwestmanier, hat er gesagt, jetzt kommt es darauf an, dass wir den Russen mal so richtig in den Hintern treten. Also und der Graham hat einen großen Einfluss auch. Und wenn er das sagt, dann denkt mit Sicherheit McCain genauso. Und beide waren ja auch dann in der Ukraine. Und in der Ukraine haben die sich ja auch geäußert vor ukrainischen Soldaten. Und wir haben seit ihrem Besuch, da haben wir ja auch zunehmend Kämpfe, wird von zunehmend Kämpfen berichtet. Ich glaube, ich habe hier was da. So, da haben wir hin. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo haben wir denn das? Jetzt finde ich es nicht. Es ist also James Garden, der in The Nation darauf aufmerksam machte, dass Kiews jüngste Offensive fast unmittelbar nach einem Besuch der US-Senatoren John Bomber McCain und Lindsey Graham begonnen hatte. Also die wurden ermutigt sozusagen. Ja, in Gegenwart des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sprach Graham zu einer Brigade ukrainischer Soldaten und nationalistischer Ultras, also Faschisten, und sagte, euer Kampf ist unser Kampf. 2017 wird das Jahr des Angriffs sein. Klare Ansage oder? Und für seinen Teil feuerte McCain die Kämpfer mit den Worten an, das ist jetzt erst ein paar Tage her, ich bin überzeugt, ihr werdet gewinnen. Und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, damit ihr das bekommt, was ihr zum Sieg gebraucht. Also ungeschminkt, da kann man doch kommt nicht zum Krieg. Kommt bei mir ungefähr unter dem Paragraphen Vorbereitung eines Angriffskrieges, Völkerrechtswidrig. Und wie gesagt, das habe ich auch nur gefunden, das ist nicht durch unsere Medien gegangen. Und auch nicht in einer Phoenix-Runde besprochen. Also es ist eine spannende Situation. Ich frage mich gerade, wo das Ganze hingeht. Wenn ich mir das Buch durchblättere und auch seine Frisur anschaue, also die Hälfte des Weltvorrats an Haarspray geht bestimmt durch den Herrn Trump drauf. Also von dem her gesehen, das muss jeder entscheiden, wie er will. Und auch wenn ich die Bilder anschaue von dem da drin, da ist jedes Bild, was da drin ist, zeigt mir irgendwie so mein Haus, mein Schloss, mein Pferd, irgendwie Trump Palace, Trump International Tower, Trump. Es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die so ein großes Ego haben. Und trotzdem, auch wenn das vielleicht nicht jeder hören will, ich bin immer noch froh, dass es er ist
und nicht die Hillary Clinton. Ich habe da irgendwie so ein inneres Gefühl im Bauch, dass wir mit ihm vielleicht noch besser dran sind. Ich werde es nicht, ich kann es nicht abschließend wirklich festmachen, das Ganze. Ich habe gestern noch im Artikel von Rainer Rupp noch ein interessantes Zitat von Paul Craig Roberts. Also Paul Craig Roberts war ja stellvertretender Finanzminister unter Reagan. Ja. Und auch jetzt brillanter Analyst, und schreibt tolle nach Berichte. Forbes, ja, ja. Nach Forbes, einer der wichtigsten Journalisten, die wir heute haben. Dr. Paul Craig Roberts. Ja, ja. So, ich zitiere ihn jetzt. Progressive machen sich Sorgen darüber, ob der, in Anführungsstrichen, faschistische Trump Transgender und homosexuelle Menschen verfolgen oder das Recht der Frauen auf Abtreibung widerrufen wird. Für die Progressiven ist das wichtiger als alles andere, während sich Washington und seine NATO-Vasallen daran machen, die Welt in einen Atomkrieg zu stürzen. Das ist das große Mysterium unserer Zeit, dass Menschen auf die Straße gehen, weil Muslime nicht mehr ins Land Amerika einreisen dürfen. Mhm. Aber Millionen Muslime wurden in den Jahren vorher abgemurkst, zerbombt. Das hat niemand interessiert. Mhm. Das ist wirklich die große Abwesenheit von Vernunft in dieser Zeit und ich kann es nicht lösen. Ja, also ich weiß nicht, wie viel das insgesamt betreffen wird aus diesen Ländern, diese 90 Tage. Aber wenn wir nur uns erinnern, dass unter Obama über 6.000 Muslime eigentlich per Drohne getötet, umgekommen sind. Auf seinen Befehl hin. Auf seinen Befehl hin. Ja. Also, und niemand regt es hier auf. Also ich habe kaum Proteste, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an keine unserer Medien erinnern, die gesagt haben, das ist Mord, das muss aufhören. Kann ich mich nicht erinnern. So, das ist nie ein Thema gewesen, darauf hinzuweisen. Und für mich ist der Einsatz der Drohne, um Menschen zu töten, ohne Gerichtsbeschluss, sondern dass hier jemand, der in der Person des US-Präsidenten jeden Dienstag dahin geht und eine Liste unterschreibt, dass die Menschen mit der Drohne zu töten ist, also der US-Präsident als oberster Richter und oberster Henker in Personalunion, und dass das in der westlichen Welt, die wir die westlichen Werte ja verteidigen wollen, zu niemand da aufstehen lässt, das macht mich wirklich traurig. Und gerade jetzt im Vergleich mit der Diskussion um diese Einreise. Eins der großen Rätsel in unserer Zeit, ich hoffe, wir haben noch die Gelegenheit, das zu ergründen. Es ist mir immer ein Fest mit dir, das auszutauschen, also wirklich, und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich glaube, dieses Jahr gibt genügend Anlass für viele Gespräche und ich weiß genau, dass du auch viel davon aufschnappen wirst. Wolfgang, ich danke dir für deine Zeit und deine Analysen und auch die ganze Arbeit. Gell? Vielen Dank. Alles Gute dir. Alles Gute, Ja, liebe Zuschauer, Great Again heißt es, ob er es wirklich macht oder Never Great Again, das wird sich zeigen, was in diesem Jahr passiert. Also wir wünschen uns alle Frieden, wir wünschen uns, dass ihr alle wieder fleißig zuschaut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Tschüss, macht's es gut. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eines der wichtigsten Treffen der Welt, vor allem wenn es um die geopolitische Ausrichtung geht. Und so trafen sich, wie in jedem Jahr unter lautstarken Protest auf der Straße, die Führungsoffiziere der westlichen Staaten im Bayerischen Hof. In diesem Jahr mit Teilnehmern aus 125 Ländern, die ich als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland alle sehr, sehr herzlich hier in München begrüßen möchte. Der bayerische Ministerpräsident wird das selbstverständlich auch noch mal machen, weil Bayern etwas ganz Spezielles in Deutschland ist. Aber als Bundeskanzlerin möchte ich das auch sehr gerne tun. Deutschland war neben Veranstalter Wolfgang Ischinger mit Außenminister Sigmar Gabriel, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und natürlich Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vertreten. Fangen wir mit dem frisch gebackenen Außenminister Gabriel an.
Sigmar Gabriel ging es in erster Linie darum, dass es eine unabhängige europäische Außenpolitik geben muss. Es gibt auch so etwas wie einen europäischen Exzeptionismus, der darin besteht, dass wir auch unsere Werte für einzigartig in der Welt halten, allerdings im Wesentlichen uns bemüht haben, die Konflikte der Welt, die uns darin irritieren, von uns wegzuhalten. Man habe den US-politischen Kriegstreibern lange genug zugeschaut, selbst eher Nein dazu gesagt, aber sie letztlich gewähren lassen, womit die EU nun leben müsse. Und dann ist es ja doch ein bisschen so gewesen, dass wir bei all diesen Konflikten letztlich darauf vertraut haben, dass die amerikanische Führungsmacht sich schon irgendwie löst. Und wenn wir am Ende nicht damit einverstanden sind, dann haben wir die Amerikaner für das kritisiert, was sie gemacht haben. Wir selber sind eher distanziert und zurückhaltend gewesen, uns in diese Welt, die um uns herum schwieriger ist, als wir sie uns wünschen, wirklich einzumischen. Dem BND bescheinigt Gabriel, ziemlich gute Lageberichte zu allen Gegenden der Welt zu erstellen und fordert mit diesem Wissen, diese Gegenden sinnvoll zu befrieden. Wir sind heute in der Lage, Beurteilungen über praktisch alle Regionen der Welt bei uns zu entwickeln. Wie können wir unsere aktive Gestaltung dieser Welt besser machen? Um die Lücken in der NATO-Verteidigungsfähigkeit zu schließen, beschloss die NATO unter Führung der USA bereits im Jahre 2002, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben auf 2% des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Eines der Länder in Europa, die das erreicht haben, ist Griechenland. Ob das jetzt eine besonders kluge Idee ist, 2% Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Griechenland zu erreichen, während man zeitgleich die Renten nicht auszahlen kann, und ob das zu mehr Stabilität in Griechenland führt, darüber würde ich dann doch gerne mal nachdenken. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht überinterpretiert. Die Zielrichtung ist klar und die stellt niemand in Frage. Und wenn dann gesagt wird, Deutschland soll in wenigen Jahren 25 Milliarden Euro mehr für Verteidigungsausgaben ausgeben, hier sitzen ein paar Abgeordnete und politische Profis mit Haushalten zusammen. Also auch in Wahlkämpfen sollte man einigermaßen realistisch dabei bleiben, was Politik versprechen und tatsächlich einhalten kann. Ich weiß jedenfalls nicht, woher in kurzer Frist diese mittlere zweistellige Milliardenhöhe kommen soll. Veranstalter Wolfgang Ischinger sprach ebenfalls von einer europäischen Vision. 500 Millionen Europäer, größter Wirtschaftsblock und vor allem größter Wohlstandsblock der Welt. Dann werden wir schon Europa als global anerkannten und respektierten Player etablieren können. Der Moment, an dem jedoch jedem deutschen Staatsbürger das Blut in den Adern gefrieren sollte, ist folgender Satz von Wolfgang Ischinger. Wir hatten einen sehr erfahrenen, auch hier viel Sympathie erntenden neuen amerikanischen Innenminister, Homeland Security Minister erlebt, John Kelly, der sich, soweit ich das aus der Ferne gesehen habe, auch mit Thomas de Maizière bestens verstanden hat. Also hier scheinen in dem Bereich der inneren Sicherheit die Drähte schon gut zu funktionieren, das ist ja auch wichtig. Es geht um die Überwachungsprogramme wie X-Keyscore oder Prison. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen NSA, dem Verfassungsschutz, Facebook, Google und Co. Einer der Gründe für den Brexit war übrigens, dass man eine einheimische, sehr sensible 500 Millionen Dollar Industrie schützen wollte vor einer Überregulierung durch die EU, nämlich die Überwachungsindustrie, aus der sich eine Menge Geld machen lässt, wenn man aus personenbezogenen Daten maßgeschneiderte Werbeanzeigen erstellt. Doch zurück zu Veranstalter Ischinger, der weiterhin ausführte, wie wichtig die Konferenz vor allem in diesem Jahr in München doch war. Weil wir so viele Unklarheiten hatten wie noch nie, so viele offene Fragen wie selten. Und ich denke, jetzt am Ende der Konferenz kann man immerhin sagen, sind vielleicht nicht alle Fragen beantwortet worden, aber einige der großen Unklarheiten haben sich doch etwas gelichtet. Das U in Unsicherheit stand dieses Jahr also eher für die USA. Normalerweise wurde in der Vergangenheit an dieser Stelle über Putin diskutiert, doch das neue Problemkind heißt Donald Trump. Nachdem dieser gerade ins Weiße Haus eingezogen ist, weiß keiner so recht, was Sache ist. Und Planungsunsicherheit ist nun mal schlecht für das Geschäft der Politprofis und Waffenlobbyisten.
Und so waren es die Amerikaner, die als einzige Delegation keine Nachfragen von Journalisten zuließen. Selbst Saudi-Arabien und Iran ließen Fragen zu. Der russische Außenminister Lavrov stellte sich mit am längsten den Fragen der Journalisten. Gut, dass Ursula von der Leyen dann auch gleich im Anschluss davon sprach, dass auch Europa nun endlich mal Drohnen braucht. Es geht um unsere Sicherheit. Und unsere Probleme wird uns keiner abnehmen. Wir haben es alleine und wir haben es selber in der Hand. Deshalb haben wir auch das Framework Nations Konzept, das Rahmen-Nationen-Konzept auf den Weg gebracht, in dem wir Europäer die Fähigkeiten entwickeln, die fehlen und die keiner von uns alleine auf den Weg bringen könnte. Es geht von Cyber über ABC-Abwehr, Luftverteidigung bis hin zur europäischen Drohnentechnologie, um nur einige zu nennen. Natürlich weiß unsere Verteidigungsministerin, dass eine voll funktionstüchtige amerikanische Predator-Drohne 5 Millionen US-Dollar kostet. Während Deutschland zweistellige Milliardenbeträge in Drohnenforschung in den Sand gesetzt hat oder einfach mal dreistellige Millionensummen in das Leasing israelischer Drohnen flossen. Der schönste, sinnvoll zusammenhängende Satz in der Rede von der Leyen ist jedoch folgender. Heute geht die deutsch-französische Brigade zusammen in den Einsatz nach Mali. Wir verzahnen unser Heer mit Rumänien, mit Tschechien. Wir bauen und betreiben U-Boote mit Norwegen. Und wir entwickeln Drohnen mit Frankreich, Spanien und Italien. Eine europäische Militärallianz, die sich selbstverständlich nur für den Verteidigungsfall vorbereitet. Ein potenzieller Gegner wurde dann aber doch noch von der Bundeskanzlerin subtil benannt. Trotz des Endes des Kalten Krieges ist das Verhältnis zu Russland nach wie vor noch nicht nachhaltig gut, das sage ich jetzt aus europäischer Perspektive. Das nicht nachhaltige, gute Verhältnis zu Russland rührt auch daher, dass Angela Merkel mit deutschen Steuergeldern Artilleriegeschosse mitfinanzierte, die von westukrainischen Stellungen aus Zivilisten im Donbass beschossen. Genau davor flohen auch die Bewohner der Krim, als sie in einem Referendum mit über 95% dafür stimmten, sich von der Ukraine loszusagen und der Russischen Föderation beizutreten. Doch bis heute wird diese vom Völkerrecht gedeckte Sezession von allen westlichen Politikern fälschlicherweise als illegale Annexion umgedeutet. Irgendein Argument für die Aufrechterhaltung der NATO muss es ja schließlich geben. Die Bedeutung der NATO hat auf eine, wie ich sagen möchte, für mich sehr traurige Art und Weise noch einmal an Bedeutung oder an Wichtigkeit gewonnen, nämlich durch die Annexion der Krim und die Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, bei denen Russland ja die Separatisten unterstützt. Dass die offizielle Lesart der Ereignisse in der Ukraine nicht den Fakten entspricht, das trauen sich auch immer mehr namenhafte Prominente öffentlich zu äußern, wie die Kabarettistin Lisa Fitz. Hier wurde der Regime Change mit 5 Milliarden US-Dollar erkauft. Victoria Nuland, können Sie auch googeln, es stünde ja alles drin, Victoria Nuland. Erinnern Sie sich, diese US-Diplomatin, das gehackte Telefonat von WikiLeaks zum Ukraine-Putsch, wo sie gesagt hat, fuck the EU, ja? Googeln Sie es. Man findet alles, es ist unglaublich, wer googelt, der findet es. Ziel war es, die Ukraine in die EU und damit in die NATO zu führen. Und das hat der Verteidigungsminister Robert Gates unter Bush und Obama seit 2006 versucht zu verhindern. Weil für ihn ist dieser Versuch eine monumentale Provokation Russlands. Eine Provokation, die in einem unvorstellbaren Dritten Weltkrieg enden könnte und die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Es gibt Konzerne, Gruppen und Menschen, die von Kriegen so unvorstellbar profitieren, dass sie sie schüren. Der Krieg ist einfach, das müssen wir wissen, ein Billiardengeschäft. Syrien stand bereits nach 9/11 auf einer US-Liste von 7 zu zerstörten Ländern. Bis auf den Iran wurde alles befehlsgemäß umgesetzt. Angeblich wird gegen den IS gekämpft. Aber schon August 2012 hat Geheimdienstchef General Michael Flynn vom Defense Intelligence Agency in einem Dokument festgehalten, der Aufstieg des IS war eine absichtsvolle Entscheidung der US-Regierung. Autor und Filmemacher Wolfgang Plaschka brachte es in Bezug zum aktuellen Syrien-Konflikt in Gedichtform auf den Punkt. Hört ihr Millionen Schlechter, euer Krieg ist kein gerechter. Ihr bedient euch jener Gruppen, die als Mörder sich entpuppen. Ob Al-Nusra, Taliban, ihr befeuert deren Wahn.
ganz gezielt und kalkulierend, doch am Ende rohrkrepierend, was ihr da gefördert habt gegen Bashar al-Assad. Hört ihr Folterspezialisten, Terrorkriegsmonopolisten, ist auch euer Krieg verloren, bleibt ihr längst nicht ungeschoren. Der IS als eure Brut frisst am Ende auch euer Blut. Und so ist das Fazit der diesjährigen Sicherheitskonferenz, dass die Unsicherheit in der Welt mal wieder einen neuen Höhepunkt erreicht hat.